Ich hatte schon immer eine gewisse Faszination für technische Geräte. Ich habe, wenn es mir möglich war, Taschenrechner auseinandergeschraubt und um festzustellen, wie geht das eigentlich, weil ein Taschenrechner zum Beispiel hat ja solche Gummitasten, aber das dürfte ja eigentlich keinen Strom leiten. Also wie geht das denn? Solche Dinge habe ich schon immer wissen wollen, wie das geht. Das hat dazu geführt, dass ich auch mit die erste war, die in meiner Schule an einer Computer-AG teilgenommen hat und auch natürlich den Informatikunterricht angewählt habe. Aber ich habe den Informatikunterricht auch gleich wieder abgewählt, weil er eben nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Oftmals wird gesagt, naja, wir haben ja ganz viel Technik schon in die Schule gestellt. Wir haben Computer angeschafft, Whiteboards und vieles andere mehr, Tablet-Klassen. Bringen sich die Schüler das dann nicht selber bei? Und meine Antwort auf diese Frage ist immer, nun ja, wir stellen ja auch nicht Bücher und Mikroskope und Atlanten in die Schule und hoffen dann, dass die Schüler sich das selber beibringen. Wir haben relativ wenig Informatiklehrer in den Schulen, sodass die Hauptaufgabe dieser Abteilung auf jeden Fall die Lehrerausbildung für Informatik ist. Dazu gehört aber auch ganz viel, es diesen Lehrern, die zukünftig in die Schule gehen, aber auch die jetzt schon in der Schule sind, das Leben ein bisschen zu erleichtern. Das heißt, durch unsere Forschung, durch unsere Entwicklungsarbeiten dazu beizutragen, dass diese Lehrer befähigt werden, den Unterricht ein bisschen besser vielleicht zu gestalten, als sie es ohne uns gekonnt hätten, oder aber auch überhaupt erst auf den Weg zu bringen, sie zu begleiten, dass sie durch welche Maßnahmen auch immer es schaffen, in der Schule diesen Unterricht überhaupt anzubieten. Und Informatik brauchen wir als Pflichtfach in den Schulen deswegen, weil Informatik unser Leben mitbestimmt, überall, wenn wir durch den Alltag gehen, ob wir arbeiten oder in der Freizeit, ganz egal, sind wir immer von Informatiksystemen umgeben, mit denen wir interagieren, ob wir das wollen oder nicht. Verpflichtender Anteil von Informatikunterricht sollte auf jeden Fall einige Dinge enthalten, die es den Kindern ermöglicht, die IT in der Welt zu verstehen. Also wo sind automatisierte Prozesse zum Beispiel im Alltag? Wie werden meine Daten von A nach B geschickt? Wie ist überhaupt das Verhältnis von Information und Daten? Da gibt es ja auch eine Begriffsverwirrung manchmal. Natürlich auch gehört zum Informatikunterricht dazu, dass die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist und wie leicht, aber auch wie schwer es ist, ein Programm selbst zu gestalten. Das gehört auch dazu, dass sie auch das Gefühl haben, ich kann auch der Maschine etwas beibringen, ich kann die Maschine beherrschen, das ist ein wichtiger Punkt, also alles, was dazu beiträgt, überhaupt ein Selbstbewusstsein zu entwickeln im Umgang mit dieser Technik.